Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Schneller, besser, mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein, mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss, ihren Sohn den Fluss hinabschwimmen zu lassen. Schh, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby. Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Vielen Dank. Bring sie zum Palast. Sie nannten das Baby Moses. Und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihn, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken, jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelten. Du bist faul! Steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich? Lass ihn in Ruhe. Du sollst niemanden so behandeln. Er verdient es. Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist. Ich werde ihn lehren, so etwas. Lass ihn in Ruhe! Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen. Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben. Aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde.